Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ja, wir feiern einen Geburtstag und zwar den 30. Geburtstag. Jetzt ist es leider nicht mein 30. Geburtstag, den habe ich schon hinter mir. Aber der wunderschöne Kookaburra, oder wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, wie man ihn wirklich ausspricht. Die Diskussion gab es ja auch schon oft unter dem Video. Kookaburra, den sehen Sie hier in meiner Hand, und zwar in der 10-Unzen und in der 1-Unzen Variante, und zwar in einer Mintroll. Mintroll sind einfach die Verpackungen, die werden so eingeschweißt, und wenn es dann entsprechend eine 20er Menge ist, bekommen Sie die so auch von uns. Oder wenn Sie die einzeln bestellen, bekommen Sie natürlich die Münzen auch gekapselt. Und hier auf dem 10-Unzen Kookaburra sieht man dann ganz besonders schön die einzelnen Details, auf die ich jetzt mit Ihnen im Video eingehen möchte und warum ich Ihnen auch diese Münze als Anleger sowie als Sammler auch empfehlen möchte. Zum Ersten haben wir ja den Geburtstag angesprochen. Sie sehen es hier im Vordergrund. Wir haben den Jahrgang 1990 bis 2020 auf der Münze. Das Schöne ist, dass der Eisvogel nicht nur auf der Vorderseite ist, sondern bei der Jubiläumsmünze sieht man ihn auf beiden Seiten. Also für all diejenigen, die die Queen schon immer verflucht haben, das ist ihre Chance. Ja? Die Münze hat einen Durchmesser von, also in der 10-Unzen-Variante, von 75 mm und eine Dicke von 9,25 mm, also sprich ein knapper Zentimeter. Es gibt die Münzen sowohl in der 1-Unzen-Variante als auch in der 10-Unzen, als auch in der Kilo-Variante. Zur Serie gibt es zu sagen, die wurde erstmals 1990 gefertigt, und zwischen 1991 und im Jahr 2009 gab es auch noch eine 2-Unzen-Variante. Die existiert heute leider nicht mehr. Das heißt, die sind schon sehr rar und sind teilweise im Wert auch gigantisch gestiegen. Der Kookaburra hat ein sehr angenehmes Preisgefüge, liegt ungefähr 2 Euro über den klassischen Bullion-Münzen und wie dem Maple Leaf, dem Känguru Nugget und dem Krügerrand. Hat natürlich auch eine deutlich bessere Qualität. Man ist entsprechend mit den Münzen auch vor den Milchflecken gewappnet, weil die in der ordentlichen Verpackung geliefert werden, sodass die nicht zirkulieren. Die Prägequalität nennt sich bei den Münzen Stempelglanz. Und ich finde persönlich, dass die Münze außerordentlich gut geprägt ist, wenn man sich mal anschaut, was teilweise aus Afrika oder aus anderen Ländern für Qualitäten kommen. Warum empfehlen wir den Kookaburra? Der Kookaburra ist als australisches Tier weltweit sehr beliebt. Es ist so, dass der Kookaburra in echt, wenn Sie sich mal die Bilder auf YouTube anschauen, einen ganz tollen Gesang hat, also einen außerordentlichen Klang und ein tolles Gefieder. Also der hat ein Federwerk aus orange, blau, schwarz, weißen Federn, und somit fällt er eigentlich auf. Als Eisvogel ist dieser Vogel auch in den Geschichtsbüchern bzw. in den Biologiebüchern zu finden. Und die Münze hat einen Nennwert, also sie ist ein gesetzliches Zahlungsmittel, von 10 Dollar. Wenn Sie die Münzen bei uns im Onlineshop bestellen möchten, finden Sie auch unter dem Video immer die Links zum einzelnen Produkt. Was gibt es sonst noch aus Australien als Vergleichsprodukte zum Kookaburra? Es gibt die Koalas, die sind sehr beliebt und die sind in einer ähnlichen Preisrange. Und dann gibt es natürlich noch die australische Luna-Serie, die aber dieses Jahr erstmals nicht mehr mit einer 10-Unzen-Münze brilliert. Das heißt, die 10-Unzen vom Kookaburra und vom Koala sind deutlich besser verkauft. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns für das Video einen Daumen hoch geben, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren und wenn Sie uns mal hier unten reinschreiben, welcher Jahrgang Ihnen am besten gefällt vom Kookaburra. Haben Sie vielleicht die ganze Serie? Ich habe sie leider nicht, aber ich würde mich freuen, auch mal jemanden zu sehen, der uns die Einzelmünzen live von 1990 bis 2020 durch die Reihe zeigen kann. Also, bis bald, schalten Sie beim nächsten Video wieder ein, geben Sie uns einen Daumen hoch und tschüss.